Willkommen zu einer weiteren Folge von Fear. So. Ach so, hier ist eine Tür. Tür? Okay, jetzt kommt sie. Wenn wir das Ding jetzt noch fahren könnten, das wäre natürlich ultra nice. Kommst du? Das ist sehr freundlich von dir. Ich habe jetzt so ein bisschen den Bammel, wenn wir jetzt hier runterkrabbeln. Ist sie die nächste? Ja, ich stehe hier, es wird nicht ge. Ja, no, hau wieder ab. Brauchen Sie eine Mitfahrgelegenheit, Lieutenant? Okay, das ist unser Trupp. Kommst du? Die wirkt jetzt wirklich ganz schön entgeistert. Wo ist Griffin? Lass uns einfach hier raus, Sergeant! Mist. Lieutenant, was zum Henker geschieht hier? Keinen blassen Schimmer, aber wir sind mittendrin. Einmal hat Sergeant Griffin getötet. Sie konnten sie nicht daran hindern. Nun versuchen sie, zusammen mit den überlebenden Teammitgliedern zur Weltgrundschule zu gelangen und können Vennecs Leute daran zu hindern, Snake Fist und Genevieve Aristide zu erreichen. Und was ist da draußen passiert, Lieutenant? Ich habe sie noch nie so erlebt. Sie tötete Griffin. Wer? Alma. Sind Sie sicher? Ich bin mir über gar nichts mehr sicher. Sich mit angepissten toten Mädchen rumschlagen, hatte ich mir nicht vorgestellt. Dann suchen wir doch diesen Snake Fist. Wir sollten uns hier aufteilen. Keegan. Die Wunde? Sind Sie sicher, dass Sie fit sind? Ich werd's durchstehen, Lieutenant. Gut, also das hier ist Aufklärung. Fangen Sie keine Kämpfe an. Beckett geht mit mir. Aufteilung. Keegan, dein Einsatzkumpel. Wir sehen uns später. Ist natürlich immer gut, na klar, lassen wir den alleine. Denk dran. Aufklärung. Keine Sorge, Hattie. Ich bin nicht schießwütig. Also Beckett, suchen wir Snake Fist. Abschnitt 5, Provokation. Es wird immer besser. Was will er in einer Grundschule? Egal. Lass uns rein da. Keegan, melden. Nichts zu berichten bis jetzt, Lieutenant. Außer noch einen Migräneanfall. So, jetzt erklär mir mal, wie die da reingekommen sind. So, jetzt sind glaube ich schon drei Teammitglieder weg, ne? Da war er voll besetzt. Kein gutes Zeichen. Auf diesem Weg kommen wir nicht rein. Danke, da wäre ich nie drauf gekommen. Es muss aber einen Weg geben. Wahrscheinlich wieder ein Weg, wo ich alleine lang darf. Können wir das Tor auf? Es gibt immer einen Weg. Oh nee, eine M. Amakim Grundschule.
Ich will jetzt keine Granate werfen oder so, weil ich nicht weiß, ob das dadurch kaputt geht. Hey Beckett, siehst du den Vorsprung? An der Mauer, schau mal! Was? Was für ein Vorsprung? An welcher Mauer, Alter? Willst du mich gerade... Das ist eine Mauer. Und weiter? Boah, ich bin gerade echt zu blöd dafür, glaube ich. Die meint das sicherlich am Gebäude, ne? Nicht hier außen rum. Sie hat es gesagt, als wir gerade hier waren. Okay. Kann ich das jetzt? Ah, okay. Keegan, wir sind unterwegs in die Schule. Verstanden, Lieutenant. Ich nähere mich von Süden aus an. Gut, wach bleiben. Hey, das war ein Missionsziel, das Gitter zu untersuchen? Habe ich das irgendwie verpasst? Oh no, jetzt fängt das schon wieder an. Wollte schon sagen, wo bleibt sie denn? Besprechungsanfrage. Sehr geehrter Mrs. Preston, sehr geehrter Mr. Preston. Wir sind besorgt über die Fehlzeiten Ihres Sohnes Max und seinen Fortschritt im Unterricht. Max hat in den letzten 2 Wochen mehrmals gefehlt und wenn er in der Schule ist, nimmt er nicht im erforderlichen Maß an den Unterrichtsaktivitäten teil. Besondere Probleme sind Weigerung, zu den vorgeschriebenen Zeiten am obligatorischen Mittagsschlaf teilzunehmen. In der Schule? Okay. Weigerung, das Pausenfrühstück mit der Klasse einzunehmen. Weigerung, in den Kunst- und Handarbeitsstunden kreativ zu sein. Unangenehmes Verhalten, wie zum Beispiel der Versuch, die Röcke der Mädchen anzuheben und in der Cafeteria zu urinieren. Der Direktor würde gern ein Treffen mit Ihnen ansetzen, an dem auch der Schulberater teilnehmen sollte, um Möglichkeiten zu erörtern, mit denen Max zu einem angemessenen Verhalten ermutigt werden kann. Wir bitten zu einer Antwort bis Montagnachmittag. Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Bemühungen. Mit freundlichen Grüßen, Mrs. Janice A. Potts, Verwaltungsleiterin. Anwesenheit und Archiv, Wade Grundschule, ein schöner Ort für Kinder. Rotkehlchen, Marienkäfer, vielleicht Leseübungen oder so. Ach so. Jetzt raff ich das. Gesperrt. Okay, wahrscheinlich können wir den Schrank wieder zur Seite stellen. US History. Richtig viele Bücher, ey. Meine Fresse. Okay, das sind bestimmt irgendwelche echten Bilder von den Entwicklern, könnte ich mir vorstellen. Ein Ocelot. Warte mal, mein Funk spinnt gerade. Ach, egal, weiter. Schön, dass hier schon wieder Blut zu sehen ist.
Boah, ist das leise. Ist sie draußen geblieben oder was? Okay, sie kommt nicht mit rein. Ob der Schaden hier von einer Explosion oder einer Schießerei stammt? Wahrscheinlich beides. Auf jeden Fall haben wir Schusslöcher. Oder ein Schusslöcher. Armacam, hier sind wir richtig. Richtig würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ich fühle mich hier ziemlich falsch. Kopf wieder ab. Anwesenheitsliste. Okay, Mike war wahrscheinlich alle Tage da, die X sind wahrscheinlich da und die Minus nicht. Alle Schüler, die mehr als 2 Tage in einer Woche fehlen, müssen sich direkt nach Wiederankunft im Sanitätsraum melden, um sich die versenkten Dosen an Zusatzstoffen verabreichen zu lassen. What? Zusatzstoffen haben die hier schon wieder Experimente angestellt, schon an den Kindern? Projekt. Ach ja. Komm schon, weiter! Okay, wenn sie da weitergehen will, dann gucke ich mir natürlich noch die anderen Räume an. Alter! Okay, das sieht irgendwie so aus, als ob es da wahrscheinlich für uns weitergeht. Ich nehme mal an, wir werden gleich getrennt. Ich will jetzt aber nicht alleine reingehen. Oh, Mist! Jetzt bin ich verwirrt, muss ich doch. Okay. Ich gehe nochmal zurück. Ich muss das jetzt wissen. Komische Klassenräume mit 2 Türen immer.
Statusbericht, vertraulich, ATCU Missionsstatus, Wohnsitz Genevieve Aristide, Präsidentin ATC, Aufzeichnung im Computer säubern unvollständig. Aristide festnehmen oder eliminieren unvollständig, medizinische Einrichtung Habinger oder und äußere Ring des Testgebietes, Aufzeichnung Proben und Personal säubern vollständig. Replikasoldaten und Habinger Testobjekte töten vollständig. Ach, die Soldaten haben sie platt gemacht, ja. Habinger Kandidaten eliminieren unvollständig. Anlage zerstören vollständig. Weltgrundschule und Paragon Anlage, Aufzeichnung, Blutproben, Schüler und Personal säubern in Arbeit. Anlage zerstören in Arbeit. Schüler und Personal scheinen bei der Explosion der Kammer verschwunden zu sein. Und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.